Also, willkommen zu unserer zweiten Folge nach der Sommerpause unseres Podcasts Die Lage in Karlsruhe. Heute, wie man sieht, haben wir eine Männerrunde mit Anton Huber, dem Ortsvorsteher von Wolfratsweier und Stadtrat in Karlsruhe von der SPD, der uns Feedback gegeben hat, wie viele andere von euch auch, und uns geschrieben hatte, dass er inhaltlich nicht immer drüber einstimmt, was wir so erzählt haben. Und deswegen haben wir gedacht, wäre es ja eigentlich spannender, wenn wir die Runde ein bisschen erweitern oder Anton einfach direkt einladen, hier in die Runde zu kommen und über diese Themen zu reden. Deswegen die erste Frage geht an dich. Was siehst du anders? Also erstmal muss ich ja sagen, dass es schön ist, dass man online Feedback gibt und dann auch eine reale Reaktion drauf erhält, weil ich habe nämlich erstmal euren Podcast gelobt, weil ich die Idee echt toll finde. Also es gefällt mir gut, dass ihr neue Formate ausprobiert. Und dann gab es natürlich Dinge, die ich anders gesehen habe. Ihr hattet das letzte Mal zum Beispiel über die Majolika gesprochen. Ich erinnere mich, dass ihr euch im Stadtrat da etwas anders positioniert habt als die Mehrheit. Ihr wolltet die 150.000 Euro nicht freigeben. Ich verstehe, dass die Majolika schon seit sehr vielen Jahren ein Aufregerthema sind, weil sie natürlich viel, viel Geld kosten und sicherlich nicht mehr Geld abwerfen, wie sie es vielleicht früher mal gemacht haben. Aber es ist natürlich eine wichtige kulturelle Institution, hat viel mit der Identität der Stadt zu tun und ist deswegen was, was jetzt zugegebenermaßen bis an der langen Hand am Leben gehalten wird, ich gebe ich euch voll recht, aber was man sicherlich jetzt nicht sterben lassen darf, sondern ja, mehr darauf drängen muss, dass da klare Konzepte entstehen. Cool, vielen Dank, dass du unsere Einladung auch zugesagt hast. Klasse, ja. Genau, wichtige Themen stehen an, der Haushalt. Da wollen wir als erstes einsteigen. Das ist ja jetzt, was heute auch in den Fraktionssitzungen schon ein bisschen angeklungen ist wahrscheinlich. Der Haushalt ist noch nicht bekannt. Deswegen, was kommt auf uns vielleicht zu? Also wir wissen alle, dass dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr ist. Es ist das Jahr, in dem uns ein Virus eigentlich die Welt verrückt gemacht hat. Ein Virus, der sich durchgeschlagen hat bis in die Wirtschaft. Wir sprechen heute, glaube ich, von fast 10% Kurzarbeit. Und diese 10% Kurzarbeit sind letztendlich der Faktor, dass den Städten über die Gewerbesteuer wichtige Einnahmen fehlen. Und das muss im Haushalt komprimiert werden, denn wir können ja eigentlich nur das Geld ausgeben, um einen Haushalt, der nachher auch genehmigungsfähig zu haben. Das, was wir da haben, wir können also kein Geld ausgeben, was wir nicht haben. Klar, es gibt gewisse Krediträume, aber um das Königsrecht als Stadträte, also als Gemeinderat aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, letztendlich einen genehmigungsfähigen Haushalt mit den geringeren Einnahmen zu ermöglichen. Allein heute Morgen stand in der Zeitung BNN, 5 Millionen werden unsere später mehr kosten. 5 Millionen, eine exorbitante Summe. Dann darüber hinaus, unser ganzer Nahverkehr wird uns unendlich viel Geld kosten. Sowieso noch mehr als vorher. Wir sind schon mit einem schwierigen Haushalt in der Vergangenheit ins Jahr gegangen. Und jetzt kommt es nochmal noch dicker. Von der Seite her müssen wir wirklich, glaube ich, überlegen, wo können wir da investieren, wo können wir da ausgeben und wo müssen wir uns beschränken. Also der alte Spruch, den Gürtel enger schneiden, da gibt es wirklich. Ja. Und da ist man vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil man dann muss man überlegen, was ist uns wichtig und was ist auch nicht so wichtig. Also von der Seite her sind solche enge Zeiten manchmal sogar die guten Zeiten. Man sagt auch, in den guten Zeiten macht man die größten Fehler. Genau, man sagt ja, den Haushalt saniert man in den guten Jahren. Und auf deinen Spruch, den du früher auch benutzt hast, es gibt die 7 guten und die 7 schlechten Jahre. Und jetzt hatten wir wirklich in der Vergangenheit nicht nur 7, sondern glaube ich 10 sehr gute Jahre. Und ich glaube auch im gesamten Gemeinderat sind wir auch sehr großzügig auch als Kredit uns gegenüber mit umgegangen. Aber jetzt mit dem Virus, der die Welt verrückt macht, kommen, glaube ich, die schlechten Jahre. Also ich glaube, man muss erstmal feststellen, dass das jetzt die Sternstunde der Kommunalparlamente ist. Ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland überhaupt so ein System haben, weil ich glaube, jetzt ist genau der Vorteil der, dass wir als Menschen hier an der Basis am ehesten wissen, was priorisiert werden muss. Also wir sind ja, genauso wie ihr auch als SPD-Fraktion, sind wir natürlich viel jetzt mit Menschen im Gespräch, um zu sehen, wo drückt denn der Schuh am meisten, also wo müssen wir jetzt die Lecke füllen. Wir sitzen in einem Boot und irgendwie ploppt ständig ein Neues auf. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass man die Lecke erkennt, die unbedingt geschlossen werden müssen. Ich gebe euch aber auch vollkommen recht,
Wir haben als Stadt Karlsruhe es uns erlauben können, in den letzten Jahren sehr, sehr gute Investitionen zu machen. Auch massive Investitionen in einzelne Projekte, das ist natürlich klar. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir dieses Jahr uns hier auf jeden Fall ganz stark darauf konzentrieren, also diese ganz klare Zuspitzung zu machen. Das wird sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle unangenehm, weil natürlich, wenn man jahrelang großzügig ist, weil man es sich erlauben kann, ist es natürlich dann umso schwerer, wenn man dann irgendwann auch den Riegel vorschieben muss. Das ist natürlich, wird klar sein. Ja. Was mich am meisten herausfordert, ist eigentlich das, dass kleine Vereine auf uns zukommen, für euch auch. Ne? Und die kommen mit 10.000, mit 20.000 Euro daher. Teilweise sogar noch weniger. Und da muss man auf Nein sagen. Und die großen Projekte, ich erinnere an der Stelle wieder ans Staatstheater, das sind 500 Millionen, vielleicht die Hälfte als Stadt kosten wird. Und das reicht noch gar nicht, vermutlich. Reicht nicht. Da wird es dann einfach automatisch reingeschoben. Und da muss man Regeln vorschieben, weil das empfindet den Menschen nicht als gerecht. Du schüttelst den Kopf? Ja, ich schüttel den Kopf. Natürlich verstehe ich die Großprojektdebatte, das ist ganz klar. Natürlich muss man in der Stadt, die so ein Haushaltsvolumen hat wie die Stadt Karlsruhe, hat natürlich auch Großprojekte. Das ist einfach so. Wir leben in der Stadt, die solche Dimensionen sind. Das hat der Gemeinderat damals beschlossen. Und jetzt ist natürlich, also ich bin auch mal dabei, natürlich schüttelt jeder Mensch den Kopf, wenn Großprojekte explodieren. Preislich passiert immer wieder. Man fragt sich, wie kann das passieren? Ja, es ist halt einfach so, solche Dinge passieren. Also jeder, der ein Häuschen baut, passiert sowas auch. Wo der dann das Geld herbekommt, wenn die Kohle ausgeht, ist was anderes. Ja, ich gebe euch recht. Aber so ein Stück weit ist es leider die Realität. Ich finde es auch immer bitter. Ich finde es gerade im Kulturbereich sehr bitter. Natürlich, wenn man sieht, wie viel Geld in einzelne große Institutionen fließen, wie vielen kleinen man da möglicherweise dann auch nicht begünstigen kann, zumindest nicht institutionell. Aber das heißt nicht, dass man das andere nicht machen kann. Also wir stehen 100% hinter dem Staatstheater. Und auch hinter den anderen Institutionen. Es sind einfach kulturelle, herausragende Leuchttürme, die sich eine Stadt wie Karlsruhe einfach auch ein Stück weit leisten muss. Aber dann will ich noch hinzufügen als Ortsvorsteher, ich weiß, wie lange haben wir diskutiert um die Aussegnungshalle. Das ist jetzt ein relativ kleines Projekt. Ja, genau. Aber das zeigt zum Beispiel, dass so ein relativ kleines Projekt untergeht in den großen Projekten. Klar. Und da sieht man, welchen Zug machen wir und wie kriegen wir es hin, gemeinsam über alle, sage ich mal, Parteiinteressen oder Fraktionsinteressen einen Haushalt hinzukriegen, der eine gewisse Gerechtigkeit hat. Mhm. Ja, wir haben Projekte angestoßen, da bin ich klar, ich bin zum Beispiel Kombi-Gegner von Anfang an, aber ich kann es ja nicht zuschütten, es geht ja nicht. Aber erklär mal den Leuten, dieses Projekt kostet uns zukünftig jedes Jahr 40, 45, 50 Millionen. Und so eine schöne, wirklich ein sehr schönes Projekt, die Aussegnungshalle, die hatten wir, ich weiß nicht, 7 oder 8 Jahre verschoben oder länger. Ach Gott. Ah. Länger. Weitaus länger. Nee, also da gibt es Pläne von den 90er Jahren, als der Friedhof angelegt wurde. Ja. Aber ich verstehe die Argumentation. Gerade die Folgekosten sind natürlich schwierig, aber. Vielleicht nochmal, es ist wirklich für eine Großstadt wichtig, dass wir Großprojekte haben. Wir können nicht nur kleine Dinge backen hier. Es gehört dazu, dass wir große Projekte haben, aber wir können nicht so vieles gleichzeitig anfangen. Unser Investitionsvolumen ist von Fenrichszeiten, von in der Summe mit der Gesellschaft von 200 Millionen auf 700 Millionen hochgegangen. Wird uns fast verdreifacht. Und da stimmt es irgendwie nicht mehr. Wir haben uns in zu viele Felder vergeigt. Und wir müssen eins fertig machen und dann das nächste. Und wo seht ihr Einsparpotenzial? Ja. Dann müssen wir tief solchen Augen machen. Also sagen wir es mal so, bei den Projekten, wo wir noch nicht richtig angefangen haben, sehe ich Potenzial. Friedemann hat das Staatstheater angefangen. Ja, wir müssen was machen, das steht außer Frage. Ja. Aber wir haben angefangen bei 120, 125 Millionen, dann war der Sprung über 300, jetzt reden wir über 500 Millionen. Da fragt man sich, boah, können wir uns das jetzt erlauben oder sollten wir nicht durchatmen und das ein bisschen so sacken lassen zu schauen, geht's nicht anders da? Und ich selber bin zwischenzeitlich so weit zu fragen, bei 500 Millionen lohnt es sich nicht, neu zu bauen. Also das ist eine Sache, aber wie gesagt, ist eine politische Geschichte, die aber schon so weit gedrungen ist. Wahrscheinlich
Also für mich ist der Bau hat eigentlich angefangen, also hat er ja auch ja, Physik, also wenn man sich es anguckt, hat er ja auch wirklich angefangen, ja. In der Tat. Die Arbeitsbedingungen sind katastrophal. Also wer mal eine Führung im Staatstheater gemacht hat und sich das anguckt. Ich war schon lange drin. Vor der Katastrophe, ja, ich weiß nicht, ich war da drin. Ich habe als Student in der Theatergruppe da gespielt. Also das ist schon Wahnsinn, was da passiert. Ne? Ist ohne Frage. Ja, aber wir dürfen nicht blauäugig sein. Also ich habe gerade einen Artikel gelesen über die Schweiz. Bevor die Projekte anfangen, gucken die viel tiefer. Mhm. Was für Risiken sind drin, was für Möglichkeiten, was entgleisen kann, sind da drin. Und dann erst wird verabschiedet. Wir verabschieden eine Luftnummer von 125 Millionen. Und dann soll man bei 500 Millionen auch Ja sagen. Und da fühle ich mich als Gemeinderat nicht ernst genommen. Ja, ich gebe zu, dass Kostenexplosion in dem Rahmen natürlich eine gewisse Frage ist. Da müssen wir seriöser werden an der Stelle. Ein wichtiges Thema waren kostenfreie Kitas, schon vor ein paar Jahren. Großes Thema der SPD auch. Wir hatten mal die stufenweise Einführung gefordert, dann hatten wir gesagt, lieber jetzt doch nicht. Jetzt haben wir den Haushalt und die Corona-Krise. Wie geht's weiter mit der kostenfreien Kita? Also wenn was diese Krise ganz deutlich gezeigt hat, ist auch, dass wir Defizite haben im Bildungsbereich, also gravierende Ausstattung der Schulen, aber auch teilweise in den Kitas mit viel zu kleinen Räumen, mit überhaupt keinen Ausweichmöglichkeiten, mit teilweise relativ geringen Möglichkeiten, sich ein bisschen auszubreiten. Deswegen denke ich, als Gesellschaft ist es jetzt eigentlich der Zeitpunkt gekommen, um genau in die Bereiche zu investieren, wo wir jetzt festgestellt haben, dass es Mängel gibt. Das ist auch im Pflegebereich, das ist auch teilweise im Gesundheitsbereich. Das sind die Bereiche, wo wir jetzt Geld reinstecken müssen. Die kostenfreie Kita, ich meine, dass es nicht von heute auf morgen geht, ist auch der SPD klar. Wir haben es ja auch immer hier unterstützt mit einer großen breiten Mehrheit des Gemeinderats, dass man diesen stufenweisen Weg jetzt geht, dass man jetzt erstmal sagt, okay, wir machen jetzt mal keine Erhöhung mehr. Das ist auch schon mal ein Schritt, dass man sagt, man entlastet die Familien an der Stelle und will dann aber schon längerfristig darauf hin, dass wir als Kommune das nicht stemmen können. Ich glaube, das steht außer Frage. Das ist was nur durch eine Mischfinanzierung mit Landes- oder mit Bundesmitteln geht. Andere Länder machen es, ja, Rheinland-Pfalz macht es durch Landesmittel. Für mich soll das eine bundeseinheitliche Aufgabe eigentlich sein. Für mich gehört Bildung, können die Kitas in die Bildung, das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Wir haben so hochspezialisierte Kindertageseinrichtungen mittlerweile, mit so gut ausgebildetem Personal und einem so breit angelegten Bildungsangebot, dass man, das ist einfach nicht mehr diese Betreuung, die es vielleicht früher irgendwann mal war, wo dieser Begriff des Kindergartens, dieser unsägliche Begriff herkommt. Sondern es ist jetzt wirklich, also wir reden hier von modernen Einrichtungen und das muss man einfach auch so anerkennen. Aber dann muss ich, tut mir leid, das ist ja, also, ich hatte in der Vergangenheit sehr viele Gespräche mit Erzieherinnen, die auch wahnsinnig pädagogisch heute schon geschult sind, das ist wahnsinnig und die haben ja in der Krise, in dieser Corona-Krise, haben die ja wirklich durchgehalten. Und die Kritik, die ich von den Erzieherinnen immer wieder höre, wir waren präsent, wir haben Not Aufnahmen, wir waren anwesend und sie sagen dann aber, und jetzt kommt meine Kritik, die Schulen, die haben sich weggeduckt. Und da sehe ich wieder, was muss ich dir zugeben, die Kitas haben einen guten Schritt gemacht, da müssen wir noch mehr machen, aber es gibt so eine gewisse Ungerechtigkeit, denn die Entlohnung der Erzieherinnen im Vergleich zu den Lehrkräften, ich glaube, da ist noch etwas, wo wir gesellschaftlich bundesweit oder landesweit was greifen können. Das wollte ich nur noch hier einspringen, weil wir schauen immer auf das eine und vergessen auch dabei das andere. Und ich muss immer sagen, ein Lob hier an die Erziehungskräfte, die es getan haben. Und so, da gehört auch mal eine Gerechtigkeit. Das wollte ich jetzt nur einwerfen. Ja, jetzt habe ich das Wort. Also, Anton. Dieser unsägliche Begriff Kindergarten ist wunderschön. Ja. Kindergarten. Das spielen Kinder, das sehe ich in meinem Geist. Ja, 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 ja. Und diesen schönen Begriff. Aber so ist er nicht gemeint. Also, ich stimme dir überein, dass es total wichtig ist, dass unsere größte Aufmerksamkeit muss die Kleinste gelten. Aber das, was wir jetzt machen, dass wir kommunal sozusagen voranschreiten, bevor das Land uns fördert, was wir eigentlich tun sollten, oder der Bund. Wenn wir voranschreiten, haben wir das Geld nicht und da ist die Gefahr, dass wenn man das Geld nicht hat, wirklich, dann spart man es an anderer Stelle. Und da wird an der Qualität gespart, das ist meine Behauptung. Und ich sage, ich habe es in meinem Gemeinderatsbeitrag gesagt, schau in die Pfalz.
Da gehen die Eltern, die gehen Wände streichen, die gehen Toiletten putzen. Mach das mal in Karlsruhe. Ja, wir haben einen Qualitätsanspruch. Ja, und dann sollen die Eltern gehen. Und das ist meine Sorge, dass wenn die Beiträge der wohlhabenden Leute, also es geht ja bloß noch um die Hälfte der Eltern, es geht nur noch um die Hälfte, und das sind die Besserverdienenden, die den Beitrag zahlen müssten überhaupt nach der jetzigen Stufe, dass dann praktisch, wenn dieser Beitrag wegfällt, dass dann einfach die Qualität leidet drunter. Das Geld nicht. Was das Schöne ist, dass ich dir eigentlich in fast allen Punkten recht geben muss. Ja? In meinem Herz schlagen immer so in meiner Brust schlagen diese zwei Herzen. Ja? Einmal ist der Kommunalpolitiker, geht genauso weiter auch beim kostenfreien ÖPNV. Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber da ist es genau das Gleiche. Der Landespolitiker in mir und der Bundespolitiker, der sagt, ja klar, sowas muss kostenfrei sein. Ja? Nur so können wir die Verkehrswende schaffen. Nur so kann man Bildungsgerechtigkeit schaffen. Richtig. Und der Kommunalpolitiker in mir sagt dann immer, aha, und wer soll es finanzieren? Weil es natürlich am Ende des Tages an der Kommune hängen bleibt. Wir sind diejenigen, die den ÖPNV querfinanzieren müssen. Wir sind diejenigen, die Kitas mit Beiträgen ausgleichen. Und das ist genau der Punkt. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Perspektivisch ist es für mich beides ein großes Ziel. Wie der Weg dorthin geht, wird spannend. Ja, und ich gebe dir vollkommen recht. Wir werden auch als Stadt Karlsruhe die Gebührenfreiheit nicht selber stemmen können. Das ist völlig ausgeschlossen zum jetzigen Streitpunkt. Aus. Es kommt ein großer Geldsegen. Vielleicht stoßt man noch auf Öl, wer weiß. Wenn wir es vor dem Recht bauen oder so. Ich will ganz neue Ideen. Ja, ja. Vom Recht wäre auch noch ein spannendes Thema. Das können wir vielleicht in die nächste Das verschieben wir in die nächste, weil jetzt kommt erstmal die Diskussion um den Standort, was möglich ist, und dann reden wir darüber, weil da ist es ja auch, das wird ganz kontrovers, glaube ich. Genau, deswegen ein ganz anderes Thema, Vermüllung. Da fange ich an, weil Vermüllung ist so ein Thema. Ich gebe es ja zu, wenn ich beruflich unterwegs bin, nutze ich ja die Parkgarage, Tiefgarage am Schloss, eine Landesgarage. Die hat den Vorteil, dass die 24 Stunden bewacht ist, und wenn ich meine Töchter abhole oder meine Frau, weiß ich, das ist eine sehr sichere, eine sehr saubere Garage unten. Aber sobald ich hochkomme, der erste Mülleimer links von der Treppe ist, kann man sagen, von Donnerstag bis Sonntag vermüllt. Das heißt, der Bereich, man braucht nur weitergehen in der Innenstadt, der Bereich am Schloss ist vermüllt. Im Schlossplatz, alle Plätze, dort wo in der Nähe auch Fastfood-Firmen gibt, sind vermüllt. Wolfer 2 hat das Problem gar nicht. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine andere Art von Müll. tierischer Herkunft. Ja, aber es ist ärgerlich. Es ist vor dem Hauptbahnhof. In den Eintrittsbereichen der Stadt Karlsruhe sitzt an gewissen Zeiten, nicht immer, aber an gewissen Zeiten, sonntags morgens, wenn die Pendler kommen oder wenn die Urlauber kommen, kurzzeitig, furchtbar aus. Städte beginnen jetzt mit den intelligenten, man sagt sozusagen neue Smart Mülleimer, die sich automatisch melden, wenn der Mülleimer voll ist. Welche Stelle? Woher kennst du das? Also mir ist bekannt, das habe ich vor kurzem gehört, ist Kassel. Die sind mit dem Thema intelligente Stadt, haben sich beworben. Smart City, ne? Genau, Smart City. Mhm. Ich versuche das immer so ein bisschen einzudeutschen. ist gut. Die haben das Thema Chip, also Erkennungsmerkmale an Mülleimern, denn die Müllabfuhr muss da nicht die riesigen Runden machen. Sie brauchen nämlich nur noch dann dorthin zu fahren, wo die Mülleimer leer sind. Und ich habe gehört, 70.000 voll sind. Also nicht hinfahren, wo sie leer sind, voll sind. Und sie sparen da, glaube ich, 70.000 Kilometer im Jahr. Und natürlich auch Ressourcen, das wäre ein Weg. Und was ich immer wieder von Bürgern höre, unsere Mülleimer sind zu klein und die Putzintervalle sind zu lang. Und wir wissen alle, wir haben die Erfahrung gemacht, da wo Müll ist, ist das Kleinverbrechen nicht weit. Und die Verschmutzung der Gelände, also Graffitis, sind nicht weit von Müllhalden. Also diese Erkenntnis hat man immer wieder und wir brauchen nur im Innenstadtbereich. Du meinst die Graffiti-Schmiererei und nicht die Kunst. Das sogenannte Broken Windows Syndrome, leider schon wieder ein englischer Begriff, aber der gibt's, ich kenne ihn nur in Englisch. Dieses, ne, wenn man das verlassene Haus hat, wenn da mal die erste Scheibe eingeschlagen ist, dann ist es gleich kaputt. Genau, das Problem am Schlossplatz oder auch im Schlosspark oder im Hafen ist ja, dass
die Mülleimer gar nicht getroffen werden, sondern die Flaschen und die Sachen einfach da liegen. Wie kann man da eine Lösung finden? Ja, es ermangelt am Willen. Ne? Ja, Erziehung ist schwierig, weil die meisten, die es machen, die haben eigentlich den schulischen und den Kindergartenzeitraum hinter sich. Es sind leider meistens junge Erwachsene. Und wenn man das beobachtet, hätte ich eine Erziehung, nämlich der Verursacher, und ich glaube, das ist auch ein altes Karlsruher Thema, müsste man mehr in Verantwortung nehmen. Ich glaube, da gab es sogar auch mal einen Gerichtsprozess, die Fastfood noch heute in Plastik- und in Papierverpackungen haben. Da wollte man ja den Umkreis vergrößern oder Sonderabgaben. Ich weiß nicht, wie wir im Stand der Dinge sind, aber ich weiß, dass wir dieses Thema demnächst aufgreifen werden. Das machen wir. Ist FPD dabei? Das ist ja nicht so unser Thema, nein, Quatsch. Nein, ich meine Müll, das ist der Ortsvorsteher beschäftigt sich viel mit Müll. Und bei uns ist es wirklich, sind es oft andere Dinge. Bei uns ist es oft Hausmüll, der abgestellt wird an Mülleimern. Das haben wir oft als Problem bei uns. Klar, ist ein Ärgernis, verstehe ich. Das eine ist eine Landesfläche, da kann man natürlich vielleicht nochmal an einer anderen Stelle ein bisschen Druck machen. Ich sehe das natürlich, es ist natürlich auffällig, dass man gerade in den Fastfood-Restaurants in der Umgebung das hat, was natürlich auch dafür spricht, dass die ja immer noch Müll in unfassbaren Mengen produzieren. Kein Vergleich zu anderen Lokalitäten. Ist problematisch, verstehe ich. Ich sehe es jetzt nicht so, als würde das jetzt ein überlaufender Mülleimer zu einem Kriminalitäts-Hotspot werden. Das finde ich jetzt eine etwas übertriebene Reaktion. Aber ich kann diesen Wunsch schon nachvollziehen. Ja, ich gebe euch da schon ein Stück weit recht. Müsste man gucken, ja, müsste man schauen. Ich denke immer so ein bisschen, ich habe den Bericht auch gelesen und habe mir dann immer gedacht, so die Armen, die da sonntagmorgens raus müssen und das Zeug aufputzen, ja, und am besten dann so früh, dass auch der Erste, der zum Bäcker geht, dann nichts mehr davon sieht, ist auch schon krass. Andererseits sehe ich es auch so, also wenn ich dann sonntagmittags um 2 in den Schlosspark gehe und der Müll ist immer noch da, muss man sich auch fragen, ob das dann so gewünscht ist. Ja, wird und ist immer ein kommunalpolitisches Thema, das unangenehm ist, aber uns halt einfach begleitet. Genau. Genau, jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu einem ernsten Thema, ein weltweites Thema eigentlich. Und Friedemann, du wolltest dazu gleich was sagen. Ja, die Zustände in Moria, Lesbos-Insel, das ist, beschäftigt uns alle, egal, quer durch alle Parteien hindurch. Und irgendwie ist so diese Hilflosigkeit, die man empfindet, so dieses, wir kriegen es als Europäer nicht hin, eine ordentliche Verteilung hinzukriegen, eine ordentliche Prüfung, ein ordentliches Hereinführen oder also wir kriegen da nichts hin. Diese Europäische Union ist an der Stelle ein Diskussionshaufen, der zu keinen Ergebnissen in der Lage ist. Und wir als Stadt wären ja an sich bereit, das haben wir auch erklärt in der Gemeinderatssitzung, dass wir bereit wären, auch da mitzuhelfen, dass Menschen Heimat finden. Aber das nützt ja nichts, solange in Berlin die Marschroute ausgegeben wird, nur so und so viel fürs Land und dann ist keine Möglichkeit sind mehr da. Und wir sind darüber traurig, weil es einfach humanitär, menschlich eine Katastrophe ist. Wir sind darüber traurig, weil das europäisch einfach ein Trauerspiel ist. Also was kann uns zusammenbringen, wenn so eine Not vor der Tür ist? Und das beschäftigt uns alle, das ist nicht nur für uns vier jetzt, die wir da sind. Das ist für ganz viele Menschen jetzt gerade momentan ein Thema. Wir leben im Satten, im Vollen und die Leute haben nichts. Und natürlich gibt es Leute, die haben Angst, dass es das Anzünden von Unterkünften, dass es Schule macht. Das mag alles sein, aber deswegen heißt es, wir müssen umso schneller europäisch nach einer Lösung gucken, dass das eben nicht der Fall sein wird. Das ist die Aufgabe, die wir zu lösen haben. Und kommunalpolitisch, wir knabbern immer wieder dran, haben aber letztlich nicht den Hebel. Wir können nur sagen, okay, wir öffnen das, was wir öffnen können, mehr geht nicht. Und wir können vielleicht hoffen, dass in Berlin eine Erkenntnis kommt, wir können hoffen, dass in Europa eine Lösung kommt, aber Hoffnung, das ist vielleicht das gerade, was wir haben. Ja. Ja, mich macht sich nur traurig, mich macht sogar regelrecht wütend eigentlich, zu sehen, was passiert, weil das ist einfach eine Situation, die war so lange so da und mich hat es gewundert, dass es so lange überhaupt gut gegangen ist. Ja. Also gerade wo die Corona-Sache losging, dachte ich, okay, das wird nicht lang dauern, bis das erste Geflüchtetenlager da dran ist. Das hat ja lange, lange gedauert, bis es überhaupt mal so weit war. Ja. Was auch zeigt, wie isoliert die Menschen da leben. Ja. Ja. Also die ganze Welt leidet unter Corona und die Flüchtlingscamps sind irgendwie Corona-frei und keiner fragt sich, warum das so ist.
Und ich gebe dir vollkommen recht, es ist einfach eine Ohnmacht. Man sieht, dass wir als Gesellschaft komplett versagen. Wir schaffen es, also unser Reichtum beruht auch größtenteils darauf, dass es Menschen schlecht geht. Ja, klar, wir sind jetzt vielleicht am Bürgerkrieg in Syrien nicht so direkt, also wir haben den jetzt nicht als Europäer verursacht. Aber wenn ich mir angucke, wie die Armut in Afrika zum Beispiel ist, das ist schon auch was Europa, ein europäisch gemachtes Problem oder mitgemachtes Problem ist. Und was wir machen ist, wir sitzen hier und diskutieren jetzt über 50 oder über 400 oder sowas. Ich finde diese Zahlen, also ich würde mich als Innenminister, egal von welchem Bundesland, mich schämen, wenn ich in der Pressekonferenz von 50 Geflüchteten sprechen würde, die wir aufnehmen. Da würde ich sagen, Leute, macht das und das erzähle ich keinem. Weil 50, was ist das für eine Zahl im Anblick von 13.000? Und ich gebe dir auch recht, also ich meine, natürlich, man muss sich jetzt schnell kümmern, ne? Das sind Menschen auf der Straße, die haben sicherlich auch mit Brandstiftung nichts zu tun, ja, es werden vielleicht eine Handvoll Leute gewesen sein, aber es ändert ja nichts dran, dass es trotzdem 13.000 gibt, die damit wahrscheinlich nichts zu tun hatten. Und ich gebe dir auch recht, natürlich diskutieren wir drüber, ob das jetzt Schule macht und so, und ich bin auch dafür, dass man solche Sachen mal hinterfragen muss, Mechanismen, die da möglicherweise entstehen können. Aber es darf eigentlich gar nicht so weit kommen, dass Menschen in so einem Lager zusammengepfercht leben und auf solche Gedanken kommen. Das darf einfach nicht sein. Und wir als Europäer, wir müssen aufwachen. Und ich sehe aber momentan, und das ist das, was mich eigentlich so verzweifeln lässt, überhaupt keine Möglichkeit, wie das anders werden kann. Weil dann brennt das Lager und es gibt eine Riesenreaktion in der Gesellschaft. Und du siehst einfach, es passiert nichts. Es passiert nichts. Keiner, der es in der Hand hat, möchte den ersten Schritt machen. Jeder hat Angst, auch unser Innenminister hat Angst, weil er natürlich die Bilder von 2015 im Hinterkopf noch hat und sich überlegt, was ist damals für ein Ruck durchs Land gegangen, für eine große Polarisierung und all diese Dinge. Natürlich hat man das, den sozialen Frieden da auch ein Stück weit im Hinterkopf und keiner regt sich, ne? Und Europa schweigt. Und das Schweigen hat auch, denke ich mal, du hast es gesagt, europapolitisch den Grund, denn Europa hängt dran, denn die Meinung und die Haltung zu Flüchtlingen ist ja in Europa sehr, sehr gespalten, muss man einfach sagen. Das ist ja eins der Themen. Die Flüchtlingskrise 2015 hat die Gesellschaft gespalten und sie ist bis heute nicht gekittet worden. Und die Angst, die natürlich die Europapolitiker haben, ist, dass eine weitere Krise die Zukunft von Also eine weitere Krise gefährdet die Zukunft von Europa, so rum gesagt. Und für uns heißt das Ganze als kommunale Politiker, dass wir in dieser Sache eine Sprache sprechen sollten. Wir haben unseren Entscheid getroffen, wir nehmen auf und jetzt hoffen wir, dass die große Politik auch ihren Schritt weiterführt. Mehr können wir eigentlich als Kommunalpolitiker in dieser Richtung leider nicht machen. Ja. Genau, mit diesem Appell beenden wir diese längere Sendung, die wir jetzt hatten. Aber es ist einfach nochmal wichtig gewesen, dass dieses Thema angesprochen worden ist, dass die Stadträte hier in Karlsruhe dahinter stehen, auch Flüchtlinge aufzunehmen, gerade in dieser Lage. Auf Wiedersehen. Okay.